Leute, wir sind zurück. Kingdom Hearts, Real Chain of Memories, Reverse. Und mit Rico haben wir letztens Nimmerland gemacht im letzten Part. Und wir gehen jetzt weiter, gucken, was uns erwartet. Ich bin gespannt, ob wir einen Bosskampf machen müssen oder nicht. Und ja, mehr gibt's nicht zu sagen. Los geht's. Oh, kein Bosskampf. Interessant. What's happening to Sora? Naminé's powers are being used to shuffle his memories as we speak. Marluxia may well succeed in getting his puppet. Sora would be a valuable asset to the organization. But Marluxia and Larxene's actions, they leave me quite uneasy. And then there is Axel. Who knows what that one is thinking? Vexen should take care of this. His replica is soon to be completed. But Vexen despises Marluxia. Think of the mess it would make. So we must tell him. Isn't it better that Vexen clean up the mess than leave it to us? Okay, nice. Ich würde sagen, wir fackeln gar nicht lange. Wir gehen einfach weiter. Stadttraverse ist sowieso die letzte Karte, die wir haben. Ich weiß ganz genau, was für ein Boss kommt, ne? Traverse Town. Okay, wenn ich das richtig sehe, können wir erstmal nur geradeaus und dann gehen wir nach links. Ach, scheiße. Ach ja, neue Ebene, neues Deck, ne? Oh, nö. Das habe ich mir gedacht. Ja, das habe ich mir gedacht. Das Deck, was wir haben, ist noch schlimmer als das vorher, Alter. Und wir haben sogar noch weniger Karten zur Verfügung. Geil! Geil! Attackenschutz. Nice. Ich habe keine Ahnung, was Attackenschutz bringt, ne? Es scheint aber richtig nutzlos zu sein. Danke für gar nichts. Nice, das ist schon besser. Wir haben gerade mal 12 Karten, ne? In Traverse Town können wir kein einziges Match gewinnen, Alter. Darkness! Danke für Darkness, Alter. Weil die Gegner einfach zu hohe Karten haben. Deswegen sollten wir die Duelle hier lassen. Das führt zu gar nichts. So, dann Attacke. Oh, das war schon? Nice. Finde ich gut. Wir hatten unten doch noch einen, ne? Ja. So, Attacke, 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 Attacke. Thank you.
So, dann gehen wir mal weiter. Leider erwartet uns aber noch ein Gegner. Keine Chance, Alter. Wir haben nämlich leider nur eine 9er Karte und das heißt, wir können auch nur eine blocken. Das Deck hier in Traverse Town ist wirklich richtig furchtbar, Alter. Ich habe keine Ahnung, was der Scheiß soll. Das ist einfach richtig schlecht. Um hier überhaupt richtig zu gewinnen, müssen wir die Karten der Gegner unbedingt senken von der Angriffskraft her. Sonst hat das überhaupt gar keinen Sinn. Na, geht doch. Und was gibt's? Starke Initiative ist nice. Gute Karte. Das war einfach. Wir haben schon wieder zu viele Weltkarten. Weil wir keine Karten mehr bekommen, Lel. Okay. Okay. Attacke. So, der ist weg. Komm, mach doch dein Feuer. Komm, mach doch. Ja, kannst du nicht mehr, ne? Weil ihr alle jetzt scheiße seid. Ja, genau so soll's sein, ihr Lappen. So, gar nichts machst du, gar nichts. Nice, Level up. Angriffskraft natürlich. Und wir gehen weiter geradeaus. Wir haben ein bisschen starke Initiative, ne? Da haben wir eine 5er-Karte und die nehmen wir diesmal auch. Dann sterben die meisten Gegner gleich mit One-Hit. Aber so natürlich nicht. Deswegen gehen wir auch raus. Aber so. Genau das wollen wir. Vorsicht. Na! Yes! Das gibt einen Haufen Erfahrungspunkte hier, Alter. Das hätte ich gar nicht gedacht. Das ist echt gut. So, leider müssen wir hier jetzt wieder normal kämpfen. Das ist blöd, ich weiß. Sehr nice. Dass wir doch mal ein Duell gewinnen, hätte ich nicht gedacht. So, sehr schön, tot alle. Tja, so schnell kann es gehen. Deswegen, starke Initiative ist so geil. Hilft uns zwar überhaupt nicht, bei, wenn da Gegner nachspawnen, aber die erste Gegnerreihe kriegen wir dann easy immer tot. Das ist so nice. Nicht anstrengen oder so ein Scheiß, sondern einfach nur einmal draufhauen, zack, sind die Gegner alle tot. So soll's sein. So gefällt mir das. So, nehmen wir mit. Na,
wieso? Er hat mich sogar noch getroffen, der Lappen, ne? Oh, ich fass es nicht. Wie lächerlich das einfach ist. So, haben wir... Den Sinistra-Modus werden wir hier wohl wahrscheinlich gar nicht sehen. Oder sehr selten. Weil unsere Karten einfach zu schwach sind dafür. Ja, alle tot. Ernsthaft? Manchmal denke ich auch, die wollen mich verarschen, ne? 6 oder höher. Machen wir hier. Wir können eh nur Gegnerräume machen. Oh, ah ja, gut, ich hab's mir gedacht. So, wir werden jetzt aber erstmal keine Gegner mehr mitnehmen, weil sich das einfach null lohnt, also so richtig gar nicht lohnt. So, gleich 0. Okay. Da hatten wir ja welche. So, perfekt. Bosskampf! Weil ich habe auch ehrlich gesagt keinen Bock, mit diesem schwachen Deck zu spielen. Der Bosskampf wird schon ekelhaft genug werden. Oh, was ist das denn? So, jetzt können wir in ganzer Ruhe angreifen. Ernsthaft? Jetzt aktivierst du den Sinistra-Modus. Oh, ich kotze, Alter. So, Attacke. Danke. Nee, ich mach kein Duell. Ein Duell würde uns nur in die Scheiße führen. Das weiß ich jetzt schon. So. Jetzt können wir den Körper angreifen. Wollte gerade wieder Y drücken, ne? Aber... Und das war's. Sehr gut.
Panzerrüstor. Tja. So, jetzt können wir noch ein paar Gegner mitnehmen. Wir werden aber bei weitem nicht alle mitnehmen, weil es das einfach null lohnt. Wie gesagt, gegen Ende können wir halt einfach nicht mehr angreifen. Alter. Das ist so nervig. So, wir laufen jetzt einfach zum Ende hindurch. Weil sonst wird mir das zu blöde. Schwarzer Raum brauchen wir eh nicht. Das ist so eine Karte, die könnt ihr halt wegwerfen. Auch sehr hat Bock, gegen Giftfungis zu kämpfen. So, Refugium des Siegers. Damit haben wir Traverse Town abgeschlossen. Puh. Anstrengend genug. Los geht's. Huh? What are you supposed to be? Surprised? I guess you should be. After all, I look just like you. I'll tell you what I am. I'm an exact replica of you that Vexen made from your data. So you're a fake me. Not a fake! I don't care if you're real. You're not better. We share the same body and the same talents. But there is one easy way to tell us apart, though. Unlike you, I fear nothing. Are you calling me a coward? You're afraid of the dark. The darkness inside you still frightens you, no matter what you say. But I'm different. I embrace the darkness. I can make it do whatever I want. So, I can wipe the floor with you. Riku-Kampf! Ja, hab ich richtig Bock drauf, Alter. So richtig gar nicht, ey. Ich schwöre, ich hab da so keine Lust drauf. Egal. Was du kannst, kann ich schon lange, Alter. Wir haben endlich mal wieder ein paar gute Karten. Aber wir müssen tatsächlich aufpassen mit unseren Karten. Danke für den Heal. Und das war's. Easy! Woo! Riku-Kampf gewonnen! Aber wie gesagt, das Spiel ist mit Riku wesentlich leichter als mit Sora. Ja, geil. Hat sich richtig gelohnt, der Scheiß. So, Sinistar-Punkte. Hey, Fake! I thought I heard you say... You were gonna wipe the floor with me. Don't forget, I'm still new.
I'll get stronger and stronger. The next time we fight, you're finished. Then let's fight now! It's nice having darkness on my side. You are so missing out. How could you be scared of something that can be so thrilling? Enough! So now the coward is playing tough. So long, real thing. Hope you don't miss me. Come back! No way. I'm not a coward. So, weiter geht's. Ich verstehe Rico halt einfach nicht, ne? So, how is the real thing? He's spineless. In no time at all, I'll be better than him. In the meantime, would you be interested in meeting another who's considered a hero? You mean Sora. I hear he's somewhere in the castle. You want me to take care of him? We'll see. Yes. I intend to make good use of you. No worries. The real Riku is nothing. Sora won't be either. They're no match for me. Come out! Show yourself, Fake! Fake? Oh no. That's not exactly the right word. What are you saying? Isn't he just a copy of me? More like a model. He is an example of what you should try to be. He accepts the darkness. Just like you once couldn't help but accept me. But now you are afraid. Perhaps you are the one who is being fake. Fake when you pretend to have no fear. When have I been afraid of the dark? Inside of the card worlds, you grappled desperately with the darkness. Desperation is fear. You fight the darkness because it is what frightens you. Be quiet! Stubborn boy. Then continue your fight if you must. Eventually, you will learn. You cannot resist the darkness. Oha, neue Karten. Arena des Olymps, Wunderland, Halloween Town und Atlantica. Mhm. Gut, weiter geht's. Dann gehen wir als erstes nach... Halloween Town. Ich möchte Halloween Town abgeschlossen haben. Ich hasse Halloween Town. So, und jetzt können wir auch wieder kämpfen. Jetzt sollten wir wesentlich mehr Erfahrungspunkte kriegen und ein besseres Blatt. Schlüssel des Anfangs. Gut, gucken wir zuerst mal auf die Karte. Hier ist es genau dasselbe. Brauchen einfach nur geradeaus rennen. Okay. Ja, das Deck ist wesentlich besser. Und die Gegner halten auch wesentlich mehr aus. Das heißt, hier lohnt sich das tatsächlich zu kämpfen. Ja.
Sehr gut. Au. Das hat wehgetan. Ja, das habe ich mir gedacht. Tja, leider ist Impuls nur ziemlich useless. Sehr gut. Nice. Ja, und die Erfahrungspunkte sind auch krass. Wir kriegen für einen Gegner knapp 50. Das ist echt gut. So, töten wir die Zombie-Lappen. Zombie-Lappen! Alter, die machen halt gar nichts, ne? Das ist richtig traurig gerade. Die Blumen sind natürlich wieder mal so kacke wie immer. Aber das kannten wir ja schon. Und weg mit euch. Pflanzt euch woanders hin, Alter. Natürlich noch ein Herzloser hier. Und tschüss. Oh, noch mehr Blumen, Alter, bitte nicht. Danke. Sehr nice. Rico hat sie fucking vernichtet, Alter. So, den Sinistra-Bonus nehmen wir wie immer mit. Gucken wir nochmal, ob hier irgendwo Herzlose sind, die wir besiegen können. Jetzt kommen noch mehr, ja. Das kennen wir mittlerweile zu gut, wie das abläuft. Sehr nice. Alle einfach tot, ne? Attacke! So, und das... Oh, nee. Ich habe jetzt aus Versehen den Eingang gesehen. Okay, er ist tot. Easy. Sehr nice. So muss das laufen. So, das war auch der letzte. Dann können wir jetzt aber mal... Eins oder höher. Ja, das ist wundervoll. Können wir ihn hier nehmen? Ein Verschnaufpauseraum. Gut, Leute. Ich werde den Part an der Stelle aber beenden. Wir haben Traverse Town abgeschlossen. Traverse Town war sehr langweilig. Wir haben den Riku-Kampf gehabt und... Ja, mal schauen, wie es weitergeht. Ich bedanke mich an der Stelle bei euch fürs Zuschauen. Like dieses Video, abonniert den Kanal für mehr Kingdom Hearts Content oder wenn ihr mehr von mir sehen wollt. Genießt noch euren Tag und ich hoffe, ich sehe euch im nächsten Part wieder. Bis dann!